Corona hat also Europa weiter fest im Griff. Allein gestern wurden knapp 300.000 Neuinfektionen gemeldet. Die größten Sorgenkinder aktuell Litauen und Tschechien. Beide haben eine Inzidenz von über 500. Unter der Marke von 50 liegen einzig Island, Finnland, Griechenland und die Türkei. Weil in vielen Staaten eine Überlastung der Krankenhäuser droht, ergreifen einige wieder strengere Maßnahmen. So werden Irland und Teile Englands erneut in den Lockdown geschickt. Reden wir mal, wie der Jahreswechsel gefeiert wird in Rom zum Beispiel, also in Italien, dann in Frankreich und natürlich auch in Österreich. Mir jetzt zugeschaltet Bettina Gabel, Peter Heusch und Elisa Lex Henkel von Donnersmarck. Fangen wir mal an in Rom mit Bettina Gabel. Ja, wie wird denn aussehen der Jahreswechsel bei den Italienern? Er wird sehr, sehr ruhig, denn normalerweise hört man ja auch schon am Morgen des 31. Böller und anderes Feuerwerk. Hier wird ja auch an Dorffesten zum Beispiel gerne am Tag Feuerwerk gezündet, auch wenn man das dann nicht so gut sieht. Heute ist es total ruhig, auch in den vergangenen Tagen hat man so gut wie nichts gehört. Die Menschen bereiten sich auf ein sehr, sehr ruhiges Fest vor, wenn überhaupt. Denn hier gilt ja eine Ausgangssperre, die anlässlich Silvester nochmal verschärft wurde, nämlich nicht nur zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens, und 5 Uhr morgens, sondern sie wurde um 2 Stunden verlängert, dass man erst um 7 das Haus verlassen kann, damit eben die Menschen nicht lange feiern und dann am Ende der Feier denn doch noch nach Hause gehen. Aber im Vorfeld der Feiertage, Bettina, gab es doch Lockerungen in Italien. Da wurde doch geshoppt, was das Portemonnaie hergab. Allerdings, denn hier ist immer die Balance zu halten, einerseits zwischen der Sicherheit und der Senkung der Infektionszahlen, andererseits aber gibt es natürlich auch ein großes Murren der Wirtschaft. Viele Geschäfte, Läden, Bars sind geschlossen, nicht nur wegen dieser Beschränkungen, sondern einfach, weil sie nicht mehr Geld genug haben, um hier über die Runden zu kommen. Deswegen hat man sich überlegt, kurz vor Weihnachten, dass man tatsächlich ein bisschen Weihnachtsshopping ermöglicht. Aber jetzt zum Beispiel seit heute greift auch wieder ein verschärfter Lockdown. Man darf nur, um Freunde zu besuchen und um dringende Dinge zu tun, das Haus verlassen. Also man darf sich nicht draußen treffen, zum Beispiel, um sich zu versammeln. All dies wird bis Sonntag nicht möglich sein. Dann wird an einem einzigen Tag wieder das ganze normale Shoppen möglich sein und das normale Rausgehen. Und dann wird zu diesem hohen Feiertag hier, Dreikönigstag, das ist in Italien ein sehr wichtiger Tag, wieder 2 Tage lang werden die Schotten dicht gemacht, damit die Menschen eben sich nicht wie üblich an diesen Tagen draußen treffen. Auch heute zum Beispiel darf man sich treffen, aber nur drinnen und nur mit 2 Gästen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. Also man versucht, diese Balance zu halten. Einerseits die Menschen, ihnen den Spaß zu ermöglichen, aber eben dennoch in Sicherheit. Ein gedämpfter Spaß natürlich in Italien, dieser Jahreswechsel. Dank Bettina. Schauen wir zu Peter Heusch im Departement Charente. Wie sieht es denn in Frankreich aus? Auch so rigorose Regelungen jetzt über die letzten Stunden dieses Jahres? Ja, absolut. Ich würde sogar sagen, strenger sogar, denn die Regierung will verhindern, dass die Menschen wie üblich Silvester feiern. Silvester ist in Frankreich wirklich ein großes Fest, was man in großer Runde begeht. Und zwar nicht im Familienkreis wie Weihnachten, sondern mit Bekannten, mit Freunden. Oder man geht aus oder man geht auf die Plätze und Straßen der Gemeinden, um dort das neue Jahr zu begrüßen mit Feuerwerken, das sind öffentliche Feuerwerke, fast jede Gemeinde schießt eins ab und diese wird es dieses Jahr nicht geben. Die Regierung will, dass die Leute zu Hause bleiben. Wir haben eine Ausgangssperre, schon seitdem der Lockdown aufgehoben wurde. Aber diese Ausgangssperre von 20 bis Uhr abends bis 6 Uhr morgens, die ist nur zu Weihnachten ausgesetzt worden. Heute gilt sie und sie wird von mehr als 100.000 Gendarmen und Polizisten landesweit überwacht. Und vor allen Dingen will die Regierung verhindern, dass die Menschen also hier auf den Plätzen und Straßen sich versammeln. Ich gebe ein Beispiel auf den Champs-Élysées oder unter dem Eiffelturm in Paris. Das sind mehrere 10.000 jedes Jahr. Dort sind zum Beispiel alle Metrostationen geschlossen worden. Das heißt, die Regierung will wirklich, dass Silvester, wenn überhaupt, dann nur in allerkleinstem Kreis gefeiert wird. Und die Polizei dürfte auch anrücken, wenn es hier zu Privatfeten kommt, wenn es bei diesen Privatfeten also genügend Lärm gibt, als dass die Behörden misstrauisch werden. Peter, den Großstädtern fällt die Decke auf dem Kopf in Frankreich. Jetzt macht Stadtflucht, dieses Wort macht die Runde. Was ist da dran? Was passiert da gerade?
Also da ist einiges dran. Ich bin ja auch geflüchtet aus Paris. Aber es ist tatsächlich so, aufgrund der Ausgangssperre, es ist ja egal, wo man in Frankreich hingeht. Ab 8 Uhr abends darf man nicht mehr auf der Straße sein. Und da ist es natürlich vor allen Dingen in Großstädtern oder im Falle von Paris, wo die Menschen im Durchschnitt in relativ kleinen Wohnungen leben, halt eben haben sehr viele die Möglichkeit ergriffen, zu den Familien zu fahren oder ins Ferienhaus oder ins Wochenendhaus, um halt ein bisschen mehr Raum zu haben und möglicherweise auch einen Garten zu haben. Also alles Dinge, die in den Großstädten eher selten sind und wo es einem dann wirklich zu eng wird. Und man darf auch eins nicht vergessen, den ersten Lockdown, den haben die Franzosen noch einigermaßen gut verkraftet. Jetzt, also den zweiten, auch wenn er jetzt aufgehoben worden ist, der hat für sehr viel Unmut gesorgt und auch für sehr viel Depressionen. Und das ist wirklich nicht gut gelaufen. Von Frankreich nach Österreich. Wie ist denn die Stimmung dort in Österreich? In Jochberg zum Beispiel, in Tirol, Elisa Lex Henkel von Donnersmarck. Ja, hallo. In Österreich wird es auch nur ganz verhaltene Silvesterfeiern geben. Wir sind ja hier im dritten Lockdown. Die Ausgangsbeschränkungen gelten rund um die Uhr. Man kann sich sowohl drinnen als auch draußen nur mit einer einzelnen Person, die zum engeren Bezugskreis gehört, treffen, die nicht zum Haushalt gehört. Also Silvesterfeiern sind de facto eigentlich nur drinnen und im engsten Familienkreis möglich. Es hat in den letzten Tagen ein bisschen einen Ansturm auf kleinere Skigebiete in der Nähe von größeren Ballungsräumen gegeben. Das hatte vor allem mit dem Wetter und dem Wochenende zu tun. Die größeren Skigebiete sind zwar offen, aber da ist relativ wenig los. Aber insgesamt stellt sich Österreich auch auf ein sehr ruhiges Silvester ein. Die Feuerwerke zum Beispiel werden größtenteils auch nicht stattfinden. Das, was wir da momentan erleben und auch was das Stimmungsbild betrifft der Österreicher, Frankreich, haben wir gerade von Peter Heusch gehört, die sind sehr frustriert, die Menschen dort. Wie sieht das in Österreich aus? Ich meine, Österreich befindet sich jetzt im dritten Lockdown. Also ich würde sagen, ein Großteil der Menschen macht immer noch mit, aber die Kritik an beiden Enden des Spektrums wächst. Also sowohl jene, die es für unverantwortlich halten, dass die Österreicher die Skigebiete aufgemacht haben, zum Beispiel, um den Leuten ein gewisses Maß an Erholung zu bieten, als auch jene, die die Maßnahmen für komplett überzogen halten. Die Zustimmung mit dem Krisenmanagement der Regierung sinkt, aber die ÖVP von Kanzler Kurz hat nach wie vor den unangefochtenen Positionen in den Umfragen. Also die Österreicher machen schon noch mit, aber zufrieden sind sie damit natürlich nicht. Bettina Gabe in Rom waren das, Peter Heusch in Frankreich und Elisa Lex Henkel von Donnersmarck in Österreich. Trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten, ja, frohen Jahreswechsel, wie immer man das auch definieren mag bei den restriktiven Regelungen. Danke für das Gespräch.